Hallo und herzlich willkommen meine Genossen, mein Name ist Dennis und heute zeige ich euch die FG42. Fangen wir direkt mal mit der Punkteverteilung an. Sie bekommt von mir eine Stärke von 6 und eine Beweglichkeit von 5. Zur Waffenerklärung, sie ist ein Sturmgewehr und hat eine Munition von 32 zu 192. Meine Meinung ist, es reicht auf jeden Fall aus von Runde 10 bis 20, ab dann sollte man sie dann schon punchen. Sie hat eine Nachladezeit von etwa 2,4 Sekunden, wenn sie nicht ganz leer ist, und 3,5 Sekunden, wenn sie leer ist. Sie macht einen Grundschaden von 58 bis 100. Wenn man den Zombie am Kopf trifft, macht man einen Multiplikator von 2,7. Das heißt, man macht 270 Schaden maximal. Wenn man den Zombie an der Brust trifft, macht man einen Multiplikator von mal 2. Das heißt, maximal 200 Schaden. Und wenn man den Zombie am Bauch oder am Bein trifft, macht man einen Multiplikator von mal 1. Das heißt maximal 100 Schaden. Sie hat eine Feuerrate von 937 RPM. Ist, glaube ich, einer der krümmsten RPM-Zahlen, die ich jemals gesehen habe hier bei Call of Duty Black Ops 1. Und ist natürlich vollautomatisch. Ich benutze sie gerne für das Punktemachen bei der Riese, wenn man jetzt eine bestimmte Taktik spielt oder sowas. Man kann sehr gut an ihr vorbeilaufen und sie kaufen. Sie ist auf jeden Fall sehr gut positioniert bei der Riese. Jetzt mal zum Herkommen. Man bekommt sie an der Wand auf den Karten Verrückt, Shinuma und der Riese. Auf Nacht der Untoten gab es sie noch nicht und auf den neuen Black Ops 1 Karten wurde sie nicht hinzugefügt. Sie kostet 1500 Punkte. Jetzt kommen wir mal zu der 420 Lüftrad. Ist ein sehr komischer Name, wie ich finde, aber ja, Treyarch halt, ne? Was soll man dazu noch sagen? Ihr gebe ich eine Stärke von 7 und eine Beweglichkeit von 5. Zur Waffenerklärung, jetzt hat sie eine Munition von 64 zu 400. Also das Magazin wurde verdoppelt. Und ja, allgemein fast verdoppelt das komplette Magazin und sowas. Es wurde fast verdoppelt, also sogar mehr als verdoppelt. Weil davor hat es ja 32 zu 192, jetzt hat es 64 zu 400. Also es ist ein bisschen mehr als verdoppelt. Meine Meinung ist, es reicht auf jeden Fall aus. Es ist extrem viel für eine Wandwaffe. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also das ist extrem viel für eine Wandwaffe, wie ich finde. Und ja, sie hat eine Nachladezeit wie davor auch, also 2,4 Sekunden, wenn sie noch nicht ganz leer ist, und 3,5 Sekunden, wenn sie ganz leer ist. Am Schaden hat sich leider nicht so viel geändert, aber naja, im Grundschaden von 100 bis 110 hat sie. Wenn man den Zombie am Kopf trifft, macht man einen Multiplikator von mal 3, das heißt, man macht 330 Schaden. Wenn man den Zombie an der Brust trifft, macht man immer noch einen Multiplikator von mal 2, das heißt 220 Schaden. Und wenn man den Zombie am Bauch oder am Bein trifft, macht man einen Multiplikator von mal 1, das heißt maximal 110 Schaden. Sie hat eine Feuerrate von 1000 RPM, das heißt 1000 Kugeln in der Minute. Ist in Ordnung, ist auch cool und ist ein Tacken mehr als ungepuncht. Feuermodus, natürlich bleibt sie vollautomatisch, sieht man auch im Video. So, im Endeffekt ist es so, dass die Waffe nicht stärker wird, also kaum stärker wird, und einfach nur das komplette Magazin erweitert wird, also verdoppelt wird sogar. Ja, das war's erstmal von mir. Bis zum nächsten Video und ciao.